Hi und willkommen zu diesem neuen Video. Ich zeige euch heute mal meine Tagesroutine, also so einen typischen Tagesablauf von mir als Hundebesitzerin. Meistens stehe ich zwischen 7 und 8 Uhr auf, also auch wenn ich keine Präsenzveranstaltungen von der Uni aus habe. Und ich eigentlich länger schlafen könnte, habe ich da mittlerweile schon so meinen festen Schlafrhythmus. Dann gibt es als erstes einen Kaffee oder einen Tee, je nachdem, worauf ich morgens eher Lust habe. Manchmal frühstücke ich dann noch vorm Gassi gehen was, manchmal aber auch erst danach. Kommt immer darauf an, wie lange ich dann morgens mit Josie oder mit Jack und Josie unterwegs bin. An dem Tag hatte ich dann schon vorher was gegessen, habe es aber jetzt nicht mitgefilmt. Ich orientiere mich übrigens immer so ein bisschen daran, 1,5 bis 2 Stunden am Tag mit den Hunden oder mit Josie jetzt in dem Fall was zu machen. Ob das jetzt Gassi gehen ist, ob das irgendwas im Garten ist, ob das drin was ist, ist dabei völlig frei. Aber meistens ist die meiste Zeit davon natürlich Gassi gehen. Um 10:30 hatte ich dann noch ein Meeting von der Arbeit aus. Das ging dann knapp 1/2 Stunde. Und danach musste ich aber auch recht fix los zur Uni, weil um 11:30 dann meine Veranstaltung die erste und einzige für den Tag war. So, ich bin jetzt im Auto, wie man sieht. Ich mache mich jetzt los in die Uni. Ich habe aber heute nur 1,5 Stunden, also echt richtig entspannt. Und dann bin ich auch um 13.30 Uhr ungefähr auch wieder schon zu Hause und kann dann in Ruhe Mittag essen. Heute Nachmittag nochmal mit Josie raus. Heute ist ja auch echt sehr, sehr sonnig, obwohl es auch mega kalt ist. Aber wenigstens scheint die Sonne, weil letzte Woche hat es echt die ganze Zeit geregnet. Ich habe auch heute in mein Auto mal so ein Duftzeug mitgenommen, weil ich finde, hier riecht es immer ein bisschen nach Hund, weil ich auch ständig immer die Hundebox auf der Rückbank habe. Und ich bin mal gespannt, ob das was bringt. Ich bin jetzt zurück aus der Uni. Ich mache mir jetzt direkt was zum Mittagessen. Und zwar wollte ich heute so einen französischen Nudelauflauf wieder machen. Ich habe euch den auch schon mal gezeigt und fand den das letzte Mal richtig gut, weil das war auch das letzte Mal, dass ich den gekocht habe. Der ist mit so Frühlingszwiebeln, Kartoffeln, veganem Speck und halt eben Nudeln. Und den kann ich dann heute Abend direkt auch noch essen, deswegen mache ich mir jetzt über mittags die Mühe, jetzt habe ich eh ein bisschen Zeit. Also kleine Planänderung, das Rezept existiert irgendwie nicht mehr. Ich weiß nicht, wo das hin verschwunden ist, wurde wahrscheinlich gelöscht. Deswegen mache ich jetzt einfach meine eigene Kreation, also auf jeden Fall auch mit Nudeln. Aber ich werde jetzt kochen und nicht backen und dann einfach den Speck hier noch anbraten, weil der muss unbedingt aufgebraucht werden. Der ist nämlich schon aufgetaut aus dem Gefrierschrank. Und dann einfach irgendwie Tomatensauce mit bisschen veganem Frischkäse. Die Frühlingszwiebel kommt noch mit dran und dieses Bärlauchzeug muss ich noch aufkochen. So, ich habe jetzt fertig gegessen und jetzt gibt es eine kleine Überraschung für die Josie. Sie ahnt noch von nichts, aber ich glaube, sie wird sich gleich richtig freuen. Und zwar kam heute mit der Post eine neue Hundeüberraschungsbox. Diesmal allerdings nicht die Fressnapf-Baubox, wie ich sie sonst immer habe, sondern von Tough Cookie. Und ich bin total gespannt darauf, weil die wesentlich individueller und spezifischer an euren Hund, an die Wünsche und Bedürfnisse von eurem Hund angepasst wird. Ich freue mich da jetzt total drauf und ich glaube auch die Josie, wenn sie es dann gleich mal checkt, wird sich auch freuen, jetzt ein bisschen was zu testen. Da sind noch viele Snackies drin, aber auch was zum Spielen. Und ich zeige euch jetzt einfach mal kurz einen kleinen Einblick. Was ich mega cool finde, in dieser Überraschungsbox findet ihr nur getreidefreie Leckerlis. Also da wurde wirklich geschaut, dass es sinnvolle und vor allem auch hochwertige Artikel sind. Und was bestimmt für einige von euch interessant sein kann, ihr könnt Unverträglichkeiten von eurem Hund mit angeben und dann wird die Box nochmal individuell für euch angepasst. Das Spielzeug hier ist zum Beispiel mit einem Quietscher, der nur für Hunde hörbar ist. Also das hört sich total lustig an und vor allem auch richtig cool. Ich habe sowas vorher noch nie gesehen. Und generell, die Artikel sind keine Massenware und ich hatte ja auch das erste Mal bei so einer Box das Gefühl, dass wir alles irgendwie gebrauchen können und nichts weitergeben oder verschenken müssen, was auch sehr, sehr wertvoll ist, weil man gibt ja im Endeffekt auch Geld dafür aus. Wenn ihr Interesse habt, die Box selbst zu bekommen, könnt ihr gerne den Code KIMJARO23 nutzen. Der gibt euch 5 Euro Rabatt auf alle Abo-Modelle, also könnt ihr noch ein bisschen sparen. Schaut gerne mal auf der Webseite vorbei, wenn es für euch interessant ist. Ich bin auf jeden Fall überzeugt und habe jetzt wieder einen großen Vorrat an Snackies für die Hunde. Der Josie habe ich dann auch mal direkt eins von diesen Lachswürstchen gegeben, damit sie sich damit ein bisschen beschäftigen kann. Für mich stand nämlich nachmittags noch Uni-Arbeit an. Ich habe an einem Projekt weitergearbeitet und mich dann auch mit meiner Gruppe dazu nochmal online getroffen, um uns über unsere Ideen abzudaten. Wir müssen für ein Modul gerade einen ganzen Kurzfilm konzipieren und filmen und dafür ist auf jeden Fall einiges an Vorbereitungszeit nötig. Gerade sind wir dabei, die Idee zu finalisieren und den szenischen Ablauf uns zu überlegen und dafür habe ich halt vorher ein bisschen recherchiert und auch erste Skizzen schon gemacht und dann mich eben noch mit meiner Gruppe ausgetauscht und damit war ich dann auch eigentlich fast den ganzen Nachmittag beschäftigt.
Die Josie und ich gehen jetzt erstmal unsere Abendrunde. Sie musste sich jetzt echt lange gedulden, weil ich war noch ewig mit diesem Gruppenarbeitsprojekt beschäftigt. Auf jeden Fall wollte ich jetzt bei der Abendrunde mal noch den neuen Dummy hier mitnehmen. Der ist auch echt groß, also auch für große Hunde super. Und der war übrigens auch das Willkommensgeschenk aus der Box. Also das konnte man sich quasi selber auswählen, was für ein Willkommensgeschenk man haben möchte. Und ich habe mich hier für den Dummy entschieden, damit die Josie auch meinen eigenen hat. Und da werde ich jetzt hier die Leckerlis reintun. Die fand sie vorhin echt lecker. Und da machen wir ein bisschen Dummy-Training auf dem Spaziergang heute. Ich habe jetzt eben noch eine Stunde gearbeitet, habe mit den ganzen Mails so ein bisschen durchgearbeitet und so das Wichtigste für heute erledigt. Den Rest mache ich dann morgen, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Aber heute hatte ich relativ viel für die Uni zu tun. Für alle, die irgendwie neu sind, ich erkläre nochmal kurz meine Jobsituation. Also ich arbeite neben dem Studium noch als Freelancer und betreue da unter anderem eine Firma im Marketing. Und da wiederum habe ich relativ flexible Arbeitszeiten, also ich kann mir das so einteilen, wie es halt mir passt, was natürlich auch mit Studium und Hund sehr, sehr praktisch ist. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal noch die Wohnung staubsaugen. Das fällt bei mir auch mindestens einmal am Tag an, dass ich hier komplett durchsaugen muss, weil mit harrenden Hunden hast du gar keine andere Wahl. Also das sieht man sonst sofort. Wenn Check da ist, dann muss ich teilweise sogar 2 bis 3 Mal am Tag saugen. Also je nachdem auch, wie dreckig es draußen ist. Aber mindestens einmal am Tag muss man sich da schon zu durchringen. Aber ich mache das dann meistens irgendwie abends 5 Minuten, bevor ich hier ein bisschen entspanne. Weil so ab 20, 21 Uhr will ich dann auch meistens abschalten und ein bisschen Serie schauen, Filme schauen. I play my cards. I see you smile at me. And when you are in need, I feel so damn happy.